Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute allen Widrigkeiten zum Trotz von einem interessanten Verfahren berichten zu können, das sich in den letzten Jahrzehnten von einer Begleiterscheinung zur unverzichtbaren Maßnahme am Rande innerstädtischer Infrastrukturprojekte gemausert hat, der Kompensationsinjektion. Ich danke sehr herzlich für die freundliche Einladung und bedanke mich auch bei allen, die dies technisch ermöglichen. Mein Vortrag beginnt mit der Entstehungsgeschichte der Kompensationsinjektion, geht weiter mit ihrer Unterscheidung von anderen gängigen Verfahren, beleuchtet die Wirtschaftlichkeit und die Ökobilanz. Es werden Weiterentwicklungen vorgestellt und, ein wichtiger Punkt, die Anwendungsgrenzen und Risiken aufgezeigt, die nun einmal jedes Verfahren mit sich bringt. Neue Anwendungen werden vorgestellt und kontrovers diskutierte Thesen. Abschließend gehe ich noch kurz auf die Prinzipien einer fairen Vertragsgestaltung für die Ausführung der Kompensationsinjektion ein. Bei bodenverbessernden Injektionen treten immer wieder ungewollte Hebungen auf, die leider mitunter auch mit Gebäudeschäden einhergehen. Erst etwa seit den 1970er Jahren wurde dieser Effekt dann auch absichtlich genutzt, um gezielt lokale Hebungen zu provozieren, mit dem Ziel, Senkungen einzelner Gebäudeteile zurückzustellen. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Ganze dann systematisiert und theoretisch durchdrungen, mit dem Ziel, die Kompensationsinjektion großtechnischer einzusetzen. Seither verwendet man große Injektionsfelder, die ein oder mehrere Gebäude umschließen. Zumeist horizontale, gegebenenfalls auch mehrlagige Schirme aus Manschettenrohren werden dazu bohrtechnisch von abseits gelegenen Schächten oder Baugruben aus eingebracht. Die Gebäudebewegungen wurden dann mehr und mehr automatisiert überwacht, wobei sich die Messtechnik in den letzten Jahrzehnten stark verfeinert und verbessert hat und auch zuverlässiger geworden ist. Die Erzeugung von Hebungen ist nun zum Ziel geworden, die Bodenverbesserung eine allerdings erwünschte Nebenwirkung. Im Zuge der Systematisierung und theoretischen Durchdringung fand man auch heraus, dass sich aufgrund des natürlichen Spannungszustandes und Seitendruckverhältnisses im gewachsenen Boden zunächst vornehmlich vertikale Risse ausbilden. Durch die Kompression des Bodens im Umfeld dieser vertikalen Risse dreht sich dann der Spannungszustand und ist mehr horizontal dominiert. Dadurch können sich dann die erwünschten und hebefähigen horizontalen Risse ausbilden. Den Abschluss dieses Punktes bezeichnet man heutzutage als das Ende der sogenannten Kontaktinjektion, das dadurch gekennzeichnet ist, dass sich erste Hebungen an den Gebäuden messen lassen. Im weiteren Verlauf steht jetzt die Modellierung und FEM-Berechnung von Hebungsinjektionen in komplexeren Gegebenheiten. Dazu ist es natürlich wichtig, den Boden, das Bauwerk und auch die Hebeelemente, also diese Risse und Fracks, geeignet zu modellieren. Und das ist natürlich nicht ganz einfach und meiner Ansicht nach gibt es dort immer noch Luft für Forschung und weitere Entwicklungen. Die Kompensationsinjektion unterscheidet sich deutlich von anderen gängigen Verfahren zur vortriebsbegleitenden Gebäudesicherung, wie zum Beispiel Unterfangung mittels Düsenstrahlverfahren oder der Tieferführung von Lasten durch Mikropfahlnachgründung. Sie basiert auf der Beobachtungsmethode,
denn sowohl der Bodeneingriff durch die Injektion als auch die Bodenbauwerkinteraktion sind einer Planung nicht so zugänglich wie die anderen genannten Verfahren. Sie erlaubt daher eine flexible Reaktion auf unerwartete Situationen und ist weniger abhängig von einem genauen Bodenaufschluss, etwa Mantelreibungswerten bei einer Pfahlgründung. Weiter greift sie kaum in die Nutzung der Gebäude ein. Hier im Bild hochwertige Immobilien an der Königsallee in Düsseldorf, wo der Verkauf und sonstige Betrieb ungestört weitergehen konnte. Die nötigen Schlauchwagenmesspunkte wurden dazu unter eigens hergestellten Sichtblenden versteckt. Auch greift sie minimal in die Oberflächennutzung ein. Im Vergleich dazu hier ein Bohrgerät für das Düsenstrahlverfahren. Dazu musste der Kellerinhalt vollständig ausgelagert werden. Vor dem Gebäude wurde ein Schacht abgeteuft und die Kellerwand aufgeschnitten. Das Bohrgerät wurde dann in den Schacht abgesenkt und durch das Loch in der Kellerwand in das Untergeschoss eingefahren. Der Keller musste entsprechend mit Folien geschützt und nachher aufwendig wiederhergestellt werden. Auch an der Oberfläche vor dem Gebäude war der Eingriff deutlich größer als bei der Kompensationsinjektion. Man hat dort die bekannte Baustelleneinrichtung für das Düsenstrahlverfahren gehabt, eine Entsorgungsstation mit Absetzmulden, Silo, Mischer und natürlich die Hochdruckpumpe. Die Kompensationsinjektion kann sehr wirtschaftlich sein. So wurden beispielsweise im Zuge des Projektes Nord-Süd-Stadtbahn Köln-Los-Süd ca. 15.000 Kubikmeter DSV-Kubatur, die unter erschwerten Bedingungen zumeist aus Gebäudekellern heraus hätten hergestellt werden müssen, durch Kompensationsschirme ersetzt. Das ging mit einer deutlichen Verringerung von Entschädigungsleistungen einher, denn die Kompensationsinjektion ermöglichte die Aufrechterhaltung der Nutzung von Gebäuden und Außengastronomie. Weiterhin wurden die Eingriffe in den Straßen- und Schienenverkehr stark minimiert, da mehrere Gebäude von einer abseits gelegenen zentralen Baustelleneinrichtung aus erreicht werden konnten. Schließlich kam es auch zu weit weniger Instandsetzungskosten in den Gebäuden, dadurch, dass dort dann nur der Rückbau der Messsysteme und die Wiederherstellung der Wandoberflächen anstand. Auch die Ökobilanz kann sich durchaus sehen lassen. Nehmen wir zum Beispiel einmal die Menge Zementsuspension, die für die vorherige Maßnahme hätte angemischt werden müssen. Das wären auf dem vorhin besprochenen Projekt 30.000 Kubikmeter gewesen. Darin enthalten 22.000 Tonnen Zement. Für die Kompensationsinjektion, die dort tatsächlich ausgeführt wurde, wurden nur ca. 2.300 Kubikmeter Dämmersuspension angemischt. Darin enthalten 1.700 Tonnen Dämmer, in denen wiederum nur ca. 50 Tonnen Zement enthalten waren. Und da man im Zuge der laufenden Dekarbonisierung der Prozesse und der Minimierung des CO2-Footprints festgestellt hat, dass die Zementindustrie etwa 7% des weltweiten CO2-Ausstoßes hält, ist das auch ein ganz interessanter Fakt. Die Herstellung von einer Tonne Dämmer erfordert nämlich nur etwa 35% der für eine Tonne Zement nötigen Primärenergie. Der Energieaufwand für die Verarbeitung vor Ort auf der Baustelle wurde hier nicht quantifiziert, liegt aber deutlich unter dem bei der DSV, denn zum einen haben die eingesetzten Geräte einen geringeren Leistungswert. Zum anderen werden sie hauptsächlich mit Strom angetrieben,
im Gegensatz zu den Hochdruck-DSV-Pumpen, die eigentlich durchweg von großen Dieselmotoren angetrieben werden. Nehmen wir den Brennwert der nicht erneuerbaren Primärenergie wieder nur für die Baustoffherstellung, so wären bei diesem Projekt als DSV-Maßnahme ausgeführt ca. 94 mal 10 hoch 6 Megajoule nötig gewesen. In der tatsächlich ausgeführten Variante als Kompensationsinjektion nur 1,5 mal 10 hoch 6 Megajoule. So kann man sehen, dass dies wirklich eine Maßnahme ist, die den CO2-Footprint stark reduzieren konnte. Neben der Systematisierung und theoretischen Durchdringung hat es natürlich auch Weiterentwicklungen für die Ausführung gegeben. So zum Beispiel das hier dargestellte Doppelkopfbohrverfahren mit verlorener Ausklinkbohrkrone. Es zeichnet sich durch einen guten Geradeauslauf aus, in der Regel mit einer Abweichung unter 1% der Bohrlänge. Es ist dabei geeignet für schwierige Geologie und macht flaches Einbohren in dichtere Schichten, Durchörtern von Holz, dicht gelagerten Feinsand, aber auch Grobkies und Schotter möglich. Dabei bringt es auch ein hohes Sicherheitsniveau beim Bohren gegen drückendes Wasser mit sich, denn die verlorene Ausklinkbohrkrone kann jederzeit geschlossen werden, sodass man ein Rohr mit einem dicht abschließenden Deckel davor hat. Im Schutze dieses Deckels der geschlossenen, verlorenen Ausklinkbohrkrone kann dann das Innengestänge ausgebaut werden, die Bohrung kann ohne Zeitdruck und Risiko vermessen und die Nutzlast ordnungsgemäß eingebaut werden, in diesem Fall das Stahlmanschettenrohr. Anschließend wird die Krone dann abgestoßen und der Ringspalt mit der Mantelmischung verpresst. Während unserer Arbeiten an zwei Großprojekten in Nordrhein-Westfalen haben wir das hier gezeigte Bohrgerät entwickelt und bauen lassen. Es ist anpassbar auf Schachtdurchmesser von 8,5 bis runter zu 5,5 Metern. Es lässt sich mittels eines vollhydraulischen Hubwerks schnell von Bohrpunkt zu Bohrpunkt umsetzen und kann dabei bis zu 3 Meter Höhenunterschied überwinden. Der Schwenkwinkel beträgt 360 Grad. Es ist ausgerüstet mit einem Doppelkopfbohrsystem, mit einem schweren Bohrhammer und einem starken Rohrdrehantrieb. Reichweiten von 54 Meter wurden damit bereits erfolgreich und mit guter Lagegenauigkeit gebohrt. Es ist auch durchaus vorstellbar, das noch um mindestens 10 Meter weiter rauszuschieben. Hier einmal das Bohrgerät in einem Schacht gezeigt und auch bei der Arbeit. Jetzt wurde gerade ein neuer Gestängeschuss aufgelegt und wird nun verschraubt, im Folgenden dann abgebohrt. Wenn man jetzt genau hinguckt, dann sieht man, dass der hintere Teil ganz rechts im Bild nach vorne fährt, das geschieht jetzt, und damit die Krone öffnet, sodass die Rückspülung im Außenrohr zutage gefördert werden kann. Jetzt sieht man, wie sie aus der sogenannten Glocke austritt. Weiterentwickelt wurde auch die Bohrlochvermessung,
Es gibt mehrere am Markt etablierte Systeme, zum Teil optisch, zum Teil auch mit Kreiseln. Unsere Messtechnikabteilung hat in den letzten Jahrzehnten ein einfach bedienbares Inertialsystem mit hoher Genauigkeit und Messgeschwindigkeit entwickelt, das auf hochgenauen Lichtfaserkreiseln basiert. Es wird eingeschoben in Stationen, dann herausgeholt und funkt seine Ergebnisse dann automatisch zum Messcomputer. Ich sprach vorhin schon ganz kurz das 2 Zoll Stahlmanschettenrohr an, das wir für die Kompensationsinjektion in einer verstärkten und besser geschützten Spezialausführung verwenden. In das Manschettenrohr kann man dann den Doppelpacker einschieben und an der geeigneten Stelle hydraulisch expandieren, sodass er das Manschettenrohr nach vorne und hinten abschließt. Die Suspension kann dann nur aus einem Ventil gezielt austreten. Nach dem Injektionsvorgang legt sich die Gummimanschette dieses Ventils an das Stahlrohr an und verhindert so den Rückstrom des Injektionsgutes. Üblicherweise verwenden wir zur Injektion inzwischen rechnergesteuerte Injektionscontainer mit 4 bis 6 Doppelplungerpumpen von 3 bis 60 Liter pro Minute, wobei der Injektionsvorgang in der Regel zwischen 3 und 10 Liter pro Minute durchgeführt wird. Es hat eine voll elektronische digitale Verpressdatenaufzeichnung und kann online mit der Messwarte kommunizieren. Um die Packer schnell vor Ort zu bringen und auch in engen Schächten gut damit hantieren zu können, haben wir diese ferngesteuerten Packertrommeln entwickelt und bauen lassen. Außer einem motorischen Antrieb haben sie auch noch eine Vorrichtung zum motorisierten Expandieren und Ablassen des Hydraulikpackers mit automatischer Druckhaltung. Weiterentwicklungen gab es natürlich auch im Bereich der Messwertdarstellung und der Steuerung darauf basierender Injektionen. Wir verwenden dazu das Programm Grout Control von der GTEC GmbH, die, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, seit kurzem Geo Instruments heißt. Es ist CAD-basiert und ermöglicht so die Bewertung der Injektion in exakter Lage relativ zur Gebäudestruktur. Dabei gibt es eine nahezu Echtzeitdarstellung der Messwerte, vielfältig anpassbare Analysewerkzeuge, wie hier in den Bildern zu sehen, und automatisierte Erstellung von Injektionsaufträgen. Weiterhin ist der webbasierte Fernzugriff auf Messdaten möglich und so können alle am Bau Beteiligten sich schnell über aktuelle Entwicklungen austauschen. Auch die Schächte wurden statisch weiterentwickelt und von der Bautechnik her, so ist es mittlerweile auch möglich, unbewehrte Bohrfallschächte auch bei stark ungleichmäßiger Belastung herzustellen, wie man auf diesem Bild recht gut erkennen kann. Von rechts wirken sich die Fundamentlasten der Gebäude aus und auch die links im Bild zu sehende Straßenbahn fährt nicht wirklich auf der Behelfsbrücke, die ist nur für das Rad von Autos zuständig, sondern leitet auch ihre Lasten über ein Schotterbett in die Pfahlwand ein. Das Ganze wurde optimiert zur Herstellung auf kleinen oder wie man hier sagen muss, winzigen Baufeldern, kürzere Bauzeiten und eine verbesserte Auftriebssicherung der Unterwasserbetonsohle. Verbessert in der Hinsicht, dass nicht mehr so ausgedehnte Taucharbeiten dafür nötig sind. Wie jedes Verfahren, so hat auch die Kompensationsinjektion Chancen und Risiken, Möglichkeiten und Anwendungsgrenzen, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Hier im Bild
Ein Ausschnitt aus der Kölner Altstadt, oben mittig der Gürzenich und unten mittig die historische Kirche Klein St. Martin. Dazwischen ein von der U-Bahn-Trasse unterfahrener Baublock mit einer stark unterschiedlichen Belastungsstruktur. Die Gebäude im äußeren Ring waren sehr schwer. Die Hoffläche wurde mit Leichtbauten überbaut. Gleichzeitig gibt es im Kölner Untergrund viele offene Strukturen infolge Bauten aus der Römerzeit oder auch Einwirkungen des Zweiten Weltkriegs. In der Folge kam es zu einer ungewollten Hebung der Hoffläche, nachdem man zunächst Hebungen in der Ringbebauung erzeugt hatte, lagerte sich Injektionsgut durch die offenen Strukturen über Nacht um, sodass sich die Hebung außen am nächsten Morgen verloren hatte. Dafür waren die Leichtbauten im Hof deutlich angehoben. Gegenmaßnahmen waren viele sehr kleine Chargen mit langen Injektionspausen. Die Rohre wurden in einem weiten Pilgerschritt beaufschlagt. Und man konzentrierte sich natürlich noch stärker auf die Hochlastbereiche. Gleichzeitig wurde das Messpunktenetz verdichtet, um diese Effekte etwas frühzeitiger sehen zu können. Dies hier ein Ausschnitt und man sieht, dass wir in der Mitte zeitweilig plus 7 mm Hebung hatten, während wir im Nahbereich des Schachtes immer noch auf circa minus 3 mm waren. Eine andere Anwendungsgrenze wird durch ungünstige Geometrie und Belastung der zu hebenden Fundamente und der darüberliegenden Bausubstanz markiert. Hier im Bild die Jan-Wellem-Hochstraße in Düsseldorf, die während ihres Baus ihrer Zeit technisch weit voraus war. Der Überbau ist sehr filigran, die Stützen auch, und der Überbau ist in zwei Richtungen vorgespannt. Da man das Ganze seinerzeit noch nicht mit finite Elementberechnungen modellieren konnte, wurde damals mit Papiermodellen gearbeitet und so entzog sich das Bauwerk während des Tunnelvortriebs in den 2010er Jahren dann auch einer genauen Nachrechnung. Zunächst war hier eine Kompensationsinjektion mit kleiner Schirmfläche unter den Stützen ausgeschrieben. Ein Risiko bestand dabei in der Überlastung der sehr neigungsempfindlichen Stützen und in einer Verstärkung der Schiefstellung bei jeder weiteren Injektion. Ausgeführt wurde schließlich ein Hilfsstützenkorsett mit Hydraulikpressen, verbunden mit einer 24-Stunden-Echtzeitüberwachung durch Schlauchwagen in Längs- und Querrichtung der Stützen und des Überbaus, tachymetrische Überwachung der Überbaukanten und eine hochgenaue Neigungsmessung der Fundamente. Bei hohen Gebäuden mit einer im Verhältnis dazu kleinen Grundfläche besteht das Risiko, dass sich das Gebäude mit jeder weiteren Injektion, gleich an welcher Stelle des Fundaments sie ausgeführt wird, immer schiefer stellt und kein Hebungs- oder Rückstellungserfolg erzielt werden kann. Man geht davon aus, dass dieser Effekt ab einem Verhältnis von etwa 1 zu 7 eintritt. Im Fall des hier gezeigten Treppenturms war dieses Verhältnis noch deutlich ungünstiger. In der Folge hätte es zum Herausfallen der rot umrandeten Brücken zum separat gegründeten Hauptgebäude führen können. Daher wurde statt der zunächst ausgeschriebenen Kompensationsinjektion schließlich eine Düsenstrahlunterfangung unter erschwerten Bedingungen ausgeführt. Das Bohrgerät konnte nicht in das Untergeschoss, wo eine Heizungszentrale untergebracht war, eingebracht werden,
sondern die Bohrungen wurden von der Geländeoberkante ausgeführt durch Schutzrohre, die zunächst in Fußboden und Decke der Heizungszentrale einzementiert worden sind. Das Ganze wurde intensiv messtechnisch überwacht, unter anderem mit einem Schlauchwagenmesssystem. Die Verschiebung der Brücken in ihren Lagern wurde durch Wegaufnehmer erfasst. Risiken, ich sagte es bereits, bringt jedes Verfahren mit sich. Auch die Kompensationsinjektion ist nicht frei davon. Und trotz kleiner Injektionschargen und der entsprechenden Vorsicht kann einem besonders im historischen Umfeld und Baugrund auch so etwas Dramatisches wie auf diesen Bildern hier passieren. Das Injektionsgut ist allerdings da relativ gutmütig. Im Gegensatz zu Zement lässt es sich relativ einfach und auch relativ schadlos aus den Kellern wieder entfernen. Und wie hier rechts im Bild zu sehen, ein gemauerter und nicht auf Zug angebundener kleiner Vorsprung ist immer in Gefahr, überlastet zu werden, ob nun mit oder ohne Kompensationsinjektion. Auch ausbleibender Hebungserfolg ist ein Risiko bei diesem Verfahren. Es gibt dafür mehrere mögliche Ursachen, zum Beispiel offene Strukturen im Baugrund. Ich erwähnte es schon, das Injektionsgut wandert immer wieder ab. Dem kann man teilweise durch längere Injektionspausen begegnen. Aber eine andere Sache, die schwieriger zu heilen ist, ist zum Beispiel die fehlende Überlappung belasteter Gründungen. So haben wir mehrfach die Erfahrung gemacht, dass zu klein geplante Schirme nicht in der Lage waren, äußere Fundamente am Rand von Gebäuden zu heben. Wenn die Schirme dann schließlich vergrößert wurden, gelang die Hebung in der Regel mühelos. In intermittierend gestuften rolligen Böden können Injektionen auch zu Verdichtung mit zeitverzögert und plötzlich auftretenden Setzungen führen, wie hier in diesem Setzungszeitdiagramm zu erkennen. Ich habe hier einmal die verschiedenen Phasen markiert, um das deutlicher zu machen. Am linken Ende bei Stellung plus minus 0 mm Setzung der Bohrbeginn. Im Zuge der Bohrungen kam es dann zu leichten Setzungen, die sich auch wieder beruhigt hatten. Mit dem Beginn der Kontaktinjektion kam es dann an zwei Stellen zu spontanen Setzungen, zeitversetzt zur Injektion. Wir haben dann Gegenmaßnahmen eingeleitet und in diesem Bereich zunächst mal die entstandenen Auflockerungen gefüllt. Das ging auch mit deutlich reduzierten Injektionsdrücken einher. Schließlich konnten die Setzungen gestoppt und die planmäßige Hebung begonnen werden. Auch neue Anwendungen hat es in der letzten Zeit gegeben. Zum Beispiel waren im Zuge der Wehrhahnlinie Düsseldorf vier sogenannte Hebungssohlen ausgeschrieben unter von uns herzustellenden Treppenanlagen, die aufgrund des Bauablaufs vor dem Schildvortrieb hergestellt werden mussten. Im Zuge und nach dem Schildvortrieb sollten die Höhenlagen dieser Bauteile dann möglicherweise korrigiert werden, was auch gut gelungen ist. Gelöst haben wir das mit vielen spülbaren Ventilkörpern, die unter der Sauberkeitsschicht eingegraben wurden und dann mit dem Bauwerk und seiner Konstruktionsbetonsohle überbaut wurden. Durch die beiden Schläuche konnten die Ventilkörper immer wieder mit Wasser gespült und auch so mehrfach verwendet werden.
Alle Schläuche waren neben dem Bauwerk im Arbeitsraum noch über Tage ausgeführt und dort jederzeit zugänglich. Insgesamt wurden dabei 872 Ventile verbaut und ca. 37 Kubikmeter Suspension eingebracht. Auch Pfahlgründungen wurden mittels der Kompensationsinjektion in den letzten ein, zwei Jahrzehnten gehoben. Hier mal ein Beispiel für eine Pfahlgründung, die nur einen sehr geringen Abstand zu den herzustellenden Tunnelröhren hatte. Und dieser geringe Abstand wäre ohne weitere Hilfsmaßnahmen sehr wahrscheinlich ein Problem geworden. Deswegen wurde zusätzlich zur Kompensationsinjektion unter diesem Gebäude die Pfahlgründung mit einem Düsenstrahlkörper eingefasst, der aus dem Gebäudekeller heraus hergestellt wurde. Dieser Schirm zeigte sich durch ein sehr gutes Ansprechverhalten aus und die Hebung konnte hier in kürzester Zeit abgeschlossen werden. Damit komme ich zu den kontrovers diskutierten Thesen, die die Szene immer noch beschäftigen. Zum Beispiel hört man immer wieder den Satz, eine Schirmlage darf nur geringe Abweichungen aus der Horizontalen haben, um funktionsfähig zu sein. Aufgrund der theoretischen Betrachtungen, die ich Ihnen eingangs vorgestellt habe, mit dem Drehen des natürlichen Spannungszustandes, kann man sich vorstellen, dass das besser gelingt, wenn die Lanzen alle auf einer Höhe sind und das Bodenpaket dazwischen gut komprimiert werden kann. Es gibt allerdings auch etliche Gegenbeispiele, wie hier im Bild zu sehen. Dort ist ein Schirm dargestellt, ein zweilagiger, der aufgrund von Bohrhindernissen starke Abweichungen erfahren hat. Die roten Punkte sind immer die Endlage der Bohrung und die Ausgangspunkte, die mit der gewinkelten Linie verbunden sind, in grün, sind die eigentlichen Zielpunkte. Dieser Schirm war trotz starker Bohrabweichungen gut funktionsfähig, hatte ein gutes Ansprechverhalten unter einem Gebäude mit 6 Vollgeschossen und war mit 28 Liter pro Quadratmeter für Probe-, Kontakt- und Vorhebungsinjektion zusammengenommen, sowie nur 5,5 Liter pro Quadratmeter für die Hebungsinjektion, eher am unteren Ende der Mengenskala. Vergleiche sind in diesem Zusammenhang selbst auf einem einzigen Projekt immer ziemlich schwierig. Die Datenbasis ist sehr klein, aber die Auswertung aller 6 Schirme des Projekts ergab, es scheint dort Einflussfaktoren mit deutlich größerem Hebel auf das Ansprechverhalten und die Hebewirkung der Schirme gegeben zu haben. Ein anderes Beispiel: Der Druck des Injektionsgutes kann zur Ovalisierung des Tunnels führen. Bei geringem Abstand hat die Belastung Punktlastcharakter. Gegenargument des Planers, des Tunnelplaners auf diesem Projekt war: Der Tunnel kann gar nicht mehr Belastung erfahren als das Gewicht des überlagernden Bodens zusammen mit den darauf stehenden Gebäuden. Denn wenn man sie hebt, dann hat das Ganze immer noch dasselbe Gewicht wie vor der Hebung. Das erscheint mir als Praktiker möglicherweise etwas zu sehr idealisiert, aber es gab bei meinen bisherigen Projekten mehr als ein halbes Dutzend solcher Situationen, wo wir gezwungen waren, in einen engen Slot zwischen dem Tunnel und den Fundamenten einzubohren. In allen Fällen wurde vorsorglich eine Ovalisierungsmessung installiert, die allerdings in keinem Fall eine signifikante Verformung ergeben hat. Insbesondere wurden auch keinerlei Schäden festgestellt. Auch hier ist das ein interessanter Fall aus meiner Sicht, der noch Raum für weitere Forschungen bietet. Auch
Ein Satz, den man oft hört, der aber keine wirkliche Kontroverse unter Fachleuten ist, ist der Satz: Durch Injektionen während der Schilddurchfahrt kann die Setzung bei Null gehalten werden. Da muss ich leider sagen, das können wir noch nicht, denn faktisch gibt es eine Karenzstrecke vor und nach der Ortsbrust und während sich dieser Karenzbereich im Schirm befindet, kann man dort nicht injizieren. Sonst würde man die Ortsbrust oder aber die Schildsuspension gefährden. Deswegen wird oftmals eine Hebungsinjektion in Form eines verflachten Negativs der errechneten Setzungsmulde vor Beginn des setzungsverursachenden Bodeneingriffs durchgeführt. Hier im Bild ist diese sogenannte Vorhebung, violett oder magenta, angelegt. Ich hatte es vorhin schon einmal präsentiert, will es aber auch noch einmal zur Diskussion stellen, denn es wird auch immer noch wieder so geplant. Der Schirm kann kleiner sein als der zu hebende Gebäudegrundriss, weil die Injektion quasi mit einem Fundament gleichzusetzen ist, das auf dem Kopf steht. So begründete es mal ein Planer mir gegenüber. Es kommt also zu einer Lastausbreitung und Hebungsentwicklung nach oben und nach den Seiten. Aus meiner Praxis heraus gehöre ich aber zu denen, die diese These für falsch halten. Hier nur ein Gegenbeispiel. Um Gebühren für nachbarschaftliche Gestattung zu sparen, endete der Schirm an der Grundstücksgrenze. Das ist hier im linken Bild zu sehen. Und die Grundstücksgrenze ist hier durch die gestrichelte gelbe Linie symbolisiert. Eine Hebung an dieser Kante war nicht möglich und es wurde uns auch von der Bauüberwachung und den angeschlossenen Instituten des Bauherrn bescheinigt, dass wir dort keine Fehler gemacht haben. Es wurden schließlich unter hohem Aufwand Zusatzbohrungen hergestellt. Das eigentlich geräumte Baufeld musste wieder für Bohrungen hergerichtet werden. Das Schachtbohrgerät wurde wieder eingesetzt, um Zusatzbohrungen herzustellen. Das ergab dann den im rechten Bild grün umrandeten verlängerten Schirm, der jetzt unter das Nachbargebäude mit der Hausnummer 23 hinunterragte. Nach diesen Zusatzbohrungen gelang die Hebung dann schnell und mühelos. Unter anderem wegen dieser Erfahrung meine ich, dass der Schirm die Lastausbreitungsfigur des Gebäudes unterfangen muss, um wirksam zu sein. Faire Vertragsgestaltung ist ein großes Wort und natürlich gibt es immer unterschiedliche Ansichten auf beiden Seiten eines Verhandlungstisches darüber, was nun fair ist und was nicht. Als fair betrachte ich im Allgemeinen die Festlegungen der VOB zur Abrechnung von allgemeinen Injektionen über Einpressbetriebsstunde und Tonne Feststoff. Dazu die Baustelleneinrichtung gesondert über die ganze Bauzeit. Bei der Kompensationsinjektion funktioniert das aus meiner Sicht nicht so gut. Zwar halte ich die Abrechnung über Tonne Bindemittel als Feststoff auch für richtig, allerdings ist die Einpressbetriebsstunde meiner Ansicht nach nicht die richtige Größe. Denn während der Kompensationsinjektion ist es sehr unterschiedlich, wie viel Einpressbetriebsstunden man über die Tage hat. Und damit schlägt das Bodenrisiko meiner Ansicht nach zu sehr auf die Kalkulationssicherheit des Auftragnehmers. Ich würde vorziehen, die Kompensationsinjektion nach Tonne Feststoff abzurechnen, dazu Injektionstage, wo die Vorhaltung der Injektionsgeräte, die Mannschaft, Wasser, Betriebsstoffe, Verschleiß und Entsorgung zu kalkulieren sind. Bei kurzen Unterbrechungen würden einige dieser Punkte entfallen. Und man kalkuliert dann nur die Vorhaltung der Injektionsgeräte und die Mannschaft. Denn es ist einfach so,
dass man die Mannschaft nicht von heute auf morgen einfach anders disponieren kann. Bei längeren Unterbrechungen würde dann auch die Mannschaft entfallen und man hätte nur noch die reine Vorhaltung der Injektionsgeräte. Kein Verschleiß, keine Mannschaft, kein Wasser, Betriebsstoffe, keine Entsorgung. Nur die allgemeine Baustelleneinrichtung, wie zum Beispiel Unterkünfte, Bauzaun und so weiter, gehört meiner Ansicht nach in eine BE-Position über die ganze Bauzeit. Nun habe ich hier ein bisschen offen gelassen, was man unter kurzen und langen Unterbrechungen verstehen soll, und das ist auch Absicht, denn das ist auch durchaus unterschiedlich. Wenn man eine Maßnahme beispielsweise nur vom eigenen Unternehmen heraus anbietet, dann kann man aus meiner Erfahrung eigentlich innerhalb von circa 7 Werktagen das Personal auch anderweitig einsetzen. Wenn man allerdings in einer Arbeitsgemeinschaft ist, so ist im Arbeitsgemeinschaftsvertrag oftmals eine längere Vorwarnzeit gegenüber den Stammhäusern vereinbart. Und die beträgt meistens so 11 oder 12 Tage. Das mal ganz kurz dazu, was ich mir so unter kürzeren oder längeren Unterbrechungen vorstellen könnte. Damit komme ich zum Fazit meines Vortrags. Die Kompensationsinjektion ist wirtschaftlich und ökologisch interessant. Das Verfahren wurde etwa seit den 1980er Jahren systematisiert und ständig weiterentwickelt. Im aktuellen Umfeld kommt der Kompensationsinjektion wachsende Bedeutung zu. Sie erfordert Ingenieursverstand und Sorgfalt und hat ihre Grenzen. In diesem Sinne ist meine Bitte an alle Beteiligten, die Erwartungen an das Verfahren nicht zu überziehen, und eine faire Vertragsgestaltung sollte die nötige Sorgfalt auch kalkulierbar machen. Nun bin ich am Ende meiner heutigen Ausführungen angelangt, wünsche Ihnen allen ein herzliches Glück auf und dass Sie Ihre zukünftigen Projekte vielleicht immer öfter im Schutze einer Kompensationsinjektion zügig und sicher ans Ziel bringen, was mit dem geeigneten Partner ja wohl auch ganz gute Chancen hat. Ich danke für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und freue mich in den kommenden 2 Tagen auf Ihre Fragen und regen Informations- und Meinungsaustausch. Vielen Dank.